Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu dem Werkfeuerwehrsimulator 2014, unserem ersten Einsatz im Zirkun 2014er Zirkun Turbolöscher hier. Und ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt machen müssen. Also, da haben wir ein Feuer und wir sehen, das Feuer ist stafettenartig hier von unten nach oben. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal unseren Arsch in Richtung des Feuers drehen. So in der Art habe ich mir das vorgestellt. Und dann werden wir unser Teil hier auseinanderklappen. Natürlich das Brüllhörnchen ausmachen, damit euch die Ohren wegfliegen. Stattdessen machen wir hier den Warnblinker an. Damit der Verkehr, der hier mitten über den Hof fährt, uns nicht platt fährt. So, dann würde ich sagen, wir steuern erstmal hoch. Und dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Wozu der... Also das weiß ich noch nicht hier, wozu dann 3 und 4 sind. Ah ja, das ist gerichteter Strahl und Breitmaulstrahl. So, jetzt gucken wir mal. Also das ist natürlich schon... wir machen uns nicht mehr schmutzig, so viel steht schon mal fest. Aber natürlich müssen die Feuer auch geeignet sein für diesen Löscher, ne? Ah, das macht schon Laune. Also hier braucht man ja quasi nur noch zuzugucken, wie das Feuer... Also wenn ich jetzt überlege mit der Drehleiter, ne? Also jetzt das hier. Wir haben den Aufstieg. Wir haben es. Wir sind es einfach. Wir sind einfach jetzt die besten Feuerwehrleute, du und ich. Der Dominik hier, der guckt zu, wie ich das mache, ne? Der braucht gar nicht einzugreifen. Wunderbar. So muss das sein. Top. Ja, das macht Laune. Das gefällt mir. Da können ruhig ein paar häufiger, Einsätze dieser Art kommen. Ja, und die werden wir uns jetzt in dieser Folge noch anschauen. Und ja, mit dieser Folge, da wir jetzt alle Fahrzeuge durch haben, endet natürlich auch unser Test des Werkfeuerwehrsimulator 2014. Das hier ist also die letzte Folge, liebe Leute. Und sollte ich es am Ende nicht schaffen oder vor lauter Stress nicht dazu kommen, möchte ich mich natürlich bei euch bedanken, dass ihr die ganzen Folgen geschaut habt, mich supportet habt, weiterempfohlen habt auf über allen möglichen Seiten, wo es halt so, ne, wo man sich so Spiele dieser Art angucken kann. Ihr seid die besten Fans der Welt, da bleibe ich auch bei. Und ich finde es echt toll, dass ihr... Oh, hier. Yeah. So, ich habe ja jetzt gelernt im Bahnsimulator, also im Train-Simulator, das hier bedeutet halten, ne? Erwarten oder so. Hm. Egal. Jedenfalls ihr als die besten Fans der Welt, da möchte ich mich nochmal bedanken, dass ihr die ganzen Folgen angeschaut habt und auch für die Geduld, wenn jetzt halt mal zwischen den Staffeln eine Pause war. Aber es sind ja recht viele Folgen geworden auch und da habt ihr also jede Menge zu sehen, wenn ihr noch nicht alle Folgen geschaut habt. Und ja, ich kann nur nochmal betonen, wie wichtig es für mich ist, von euch auch Feedback zu bekommen, Kommentare und so weiter. Nicht nur, weil Google mittlerweile das auch mit bewertet. Also wenn Videos viele Daumen und Kommentare bekommen haben, ist das immer gut. Sondern auch, dass ihr zeigt, ihr habt Interesse daran und mir auch sagt, was ich besser machen kann, mir auch ein paar Tipps gebt, weil teilweise, ich bin natürlich kein Feuerwehrmann, ich habe keine Ahnung davon. Und auch dank eurer Tipps habe ich es letztlich doch geschafft, dieses Spiel durchzuspielen. Wir hatten einige blamable Situationen dabei, das gehört ja dazu, wenn ihr ein Spiel von Gardehol anschaut, also ein Spiel anschaut, was Gardehol spielt, dass ich einmal vollkommen versage. Hat ja auch einen gewissen Unterhaltungswert für euch da draußen. Die armen Monitore draußen tun mir natürlich leid, wenn die immer von euch angeschrien werden, ne? Ja, aber ich bin auch froh, dass wir das Projekt jetzt durch haben. Wir können uns jetzt wieder neuen Projekten widmen und ich fand das Spiel wirklich richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, was mir hier, wie immer bei Spielen von VES gefällt, ist diese Liebe zum Detail, diese Kleinigkeiten, die da reingebaut sind. Was euch noch erwartet, wenn ihr jetzt hier im Level weiter aufsteigt, ist quasi, dass ihr aus den Fahrzeugen frei wählen könnt. Das heißt, wenn ein Einsatz kommt, kann es jedes mögliche Fahrzeug sein, was ihr benutzt und damit dann einen Einsatz fahren, ne? Und ja, ihr könnt auch darauf, also ihr braucht jetzt nicht unbedingt in die Kommentare schreiben, macht doch bitte noch ein bisschen weiter, werde ich nicht tun. Warten wir lieber auf die nächsten neuen Simulationen. Vor allen Dingen, es gibt ja auch noch hier Werkfeuerwehrsimulator, haben wir ja jetzt so viele Folgen. Und wir haben natürlich auch den Flughafenfeuerwehrsimulator. Und wenn ihr mich erst über den Werkfeuerwehrsimulator habt kennengelernt, schaut doch mal beim Flughafenfeuerwehrsimulator rein. Das ist ein sehr, 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 sehr ähnliches Spiel und wird euch sicherlich auch gefallen, wenn euch dieses Spiel gefällt. Bin ich ganz sicher. Und das ist also mein Tipp. Und natürlich ganz viele fantastische andere Simulatoren von mir vorgestellt. Also wenn ihr das mögt, wie ich Videos mache von Spielen, ist da vielleicht für euch auch sicherlich, denke ich mal, was dabei. So, mal eben hier das Essen wieder klauen. Lecker Pizza. Hast du jetzt mein Essen genommen? Das würde ich doch nie machen. Ich habe auch schon Hunger.
Habe ich jetzt eigentlich schon geschlafen? Moin. Ich habe gerade geschlafen, ne? Ich komme total durcheinander. Da war noch ein bisschen Training hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Einsatz, dass wir nochmal einmal das Fahrzeug in Einsatz sehen. Und so lange macht man auch, bis der Einsatz dann zu Ende ist. Vielleicht können wir noch zwei Einsätze, man weiß es nicht. Ich bitte übrigens in dieser Folge das Flackern am Bildschirm zu entschuldigen. Ich hoffe, das hat nicht allzu große Auswirkungen auf die Videoqualität gehabt. Und eins. Und zwei. Und... Wow! Da war eine Explosion! Explosion. Jetzt aber hier mit dem Turbolöscher ran, hier. Und das muss schneller gehen. Das hörte sich nicht gut an. Ja, ja, Ameisenhaufen. Und die ganzen Leute laufen die Treppen hoch, statt die Treppen runter. Achso, ich habe ja hier vorne geparkt. Vergesse ich jedes Mal. Also, los geht's. Na, gehst du wohl... Ist es denn wahr? Ich finde das Loch nicht. Passiert dir das häufiger? Und los. Oh, nö. Ah, jetzt kommt vielleicht noch ganz zum Ende, final, die Rache an den Bottichen, die mich geröstet haben. Wo ich den Auftrag nicht geschafft habe, jetzt kann ich mich mit einem richtigen Werkzeug hier an dem Feuer rächen. Das ist ein schönes Ende für diese Staffel. Was ist da denn passiert? Oi, was ist denn da los? Ja, und deswegen mein Tipp, also ihr solltet auf jeden Fall das Spiel selbst nochmal erwerben und dann auch weiterspielen, denn ihr seht schon, wir haben längst noch nicht alles gesehen. Aber ich möchte natürlich für euch auch ein bisschen noch überlassen an Überraschungen, was es denn da noch geben könnte. Aber hier sehen wir schon, guckt euch das mal an. Alter, was ist hier denn passiert? Was müssen wir jetzt überhaupt machen hier? Löschen nur oder was? Alter. Also ich versuche es mal mit Löschen, ich habe keine Ahnung. Boah, Leute. Hättet ihr mit sowas gerechnet? Also ich nicht. Nee, blinken wollte ich nicht. Ich wollte das machen und dann wollte ich das machen und dann wollte ich das machen. Und wir versuchen jetzt mal, ob wir das löschen müssen. Ich weiß es nämlich nicht. Guck mal, ein bisschen mehr, näher reinzoomen noch hier. Ich weiß nicht, ob es das ist. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breit. Dieses Mal habe ich den breitflächigen Strahl gewählt. So, dann gucken wir mal. Wir kommen da schon ziemlich hoch, aber machen wir mal aus, gucken mal, wo wir landen. Wir müssen noch höher. Gucken, wie hoch der kommt. Boah. Das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten so, ne? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht richtig ist, was wir hier machen. Aber der ist, glaube ich, zu weit, ne? So, und jetzt den Breitstrahl vielleicht da rein mit dem... Bisschen höher noch. So, und jetzt... Das ist ja eine große Fläche abdecken da oben. Na, Dominik, da guckst du, hä? Dominik, einer unserer größten oder meiner größten Fans hier ist immer dabei, wenn es um Beifahrer geht. Also der passt immer auf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Der ist ja mal am roten Telefon sozusagen. Oh, da hinten, der ist wahrscheinlich auch noch nicht. Der ist wahrscheinlich auch noch da. Seht ihr den anderen da hinten? Mal gucken, ob wir den auch löschen müssen. Weil das hier sieht mir schon ganz gut aus. Jetzt kann man ja nicht einschätzen, wo der Strahl landet. Deswegen mache ich mal wieder aus. Ah ja, da müssen wir da oben drauf, oder? Wer macht jetzt eigentlich den Sondermüll weg? Das ist ja hier ein Chemieunfall, offenbar. Trotz des schweren Zwischenfalls habt ihr die Situation schnell in den Griff bekommen. Es wurden keine Personen verletzt. Gute Arbeit, Melvin. Du benutzt noch 1600 Punkte im nächsten Rang. Also ihr könnt jetzt natürlich noch hier im Rang aufsteigen. Das heißt also, was ich eben gesagt habe, dass ihr dann den Rang habt, wo ihr alle Fahrzeuge frei benutzen könnt. Aber wie gesagt, ich werde das nicht weiterspielen. Ich denke, irgendwann ist genug und der Punkt ist... meiner Meinung nach jetzt erreicht. Werde dann auch gleich mal gucken, wer hier wieder was im Skype von mir wollte. Den werde ich dann wieder auf den Forum-Post verlinken, dass ich alle Skype-Kontakte lösche, die nicht geschäftlicher Natur sind. Und dann... Also
So, vielleicht kriegen wir noch einen Auftrag. Damit wir den bekommen, lege ich mich jetzt schnell schlafen, damit die Zeit ein bisschen vorgeht. Das ist das Einzige, was wir machen können, um die Zeit zu beschleunigen hier. So. Das war echt geil, oder? Riesenexplosion. Alles steht unter einer riesengroßen Chemiewolke. Und ich bin ja immer noch der Auffassung, wir machen uns so viel Gedanken über Atommüll und wo wir da hin mit wollen. Es gibt zigtausendfach mehr Chemiemüll, der irgendwo runddümmelt, der noch längere Zeiten braucht, um überhaupt irgendwie in irgendeiner Form zu zerfallen oder abzubauen. Also da sollten wir uns mal Gedanken machen. Es werden hunderttausende von Tonnen Chemie, hochgefährliche Chemieabfälle irgendwo verklappt. Da kriegt kein Hahn nach, aber ein paar Gramm Plutonium irgendwo einzulagern, da wird dann ja. Starke Rauchentwicklung. Es klingt also nicht so, als wäre da nochmal was explodiert. Aber löschen wollen wir es trotzdem, oder? Also, los geht's. Dann zoomen wir nochmal raus hier, damit wir ein bisschen was sehen. Ich glaube, ich habe jetzt jedes Mal einen Screenshot gemacht. Ich habe meine Screenshot-Taste auf. Ich bin manchmal ein Held, oder? Was wollte ich jetzt? 7 noch. Oh, das Bullhörnchen ist bei mir, glaube ich, kaputt. Was macht der denn da? Der fährt... Ja, die wissen also ganz genau, wo sie hin müssen. Das sieht man ja sehr schön. Das ist nochmal eine Staffette hier zum Abschied. Der Einzige, der es wieder weiß, ist hier der Neuling, ne? Der mit dem Golf hier rumfahren muss. Ach nee, ist ein FIS 1, ne? Oder ein FIS 3 oder was es ist. So, und wir fahren natürlich hier den altbekannten, altbewährten Weg noch einmal. Ein letztes Mal mit euch heute. Ja, und es hat mir echt Spaß gemacht. Also, ich freue mich schon wieder auf das nächste VIS-Spiel. Was das sein wird. Sind wir mal gespannt, ob es eine Auftragsarbeit wird oder vielleicht das eigene Projekt. Ach, das darf ich gar nicht verraten, ne? Doch, sie haben es ja auch auf der offiziellen Webseite schon angekündigt, angeteasert, dass sie da was dran sind, was mich persönlich sehr interessiert. Und wenn das nur mit halb so viel Liebe gemacht wird wie diese Spiele hier, dann bin ich zuversichtlich, auch vom Setting her. Ist es was, was mich möglicherweise ansprechen könnte? Könnt ihr mal schauen. Hab schon wieder den Namen vergessen, weil der Name nicht eingänglich ist. Das ist so ein 0815-Name. Deswegen vergesse ich den immer, ne? So. Fahr weg. Scheiß Rondomedia-Ding. So, und hier können wir nochmal... Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, hier so kleine Bottiche hier. Ja gut, das ist also unser letzter Einsatz. So soll es dann also sein. Da fahren wir mal wieder raus hier, den ganzen Kram. Und es ist natürlich deutlich entspannter so, ne? So können wir hier wunderschön vom Fahrzeug aus... Also das könnte ich den ganzen Tag machen, aber das ist natürlich... Fühlt ihr euch dann auch langweilig jetzt? Ja, wir haben jetzt alles gesehen. Irgendwann ist es auch gut und ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem mir treu bleibt, denn neue Simulatoren teste ich sehr oft, sehr oft, bevor sie auf den Markt kommen. Habt ihr sie schon bei mir im Kanal vorgestellt? Also immer guter Grund, ein Abo dazulassen oder statt einem Abo, wenn ihr keinen YouTube-Kanal habt, übrigens könnt ihr auch einfach ein Lesezeichen auf meinen Kanal setzen, ne? Wie wäre das denn? Ist auch eine gute Idee. So, was haben wir jetzt? Hier die letzte Schicht. Letzter Einsatz. Tja. So, und für alle, die dann immer noch nicht begriffen haben, wie das läuft bei mir mit den Staffeln und wann irgendwas zu Ende ist. Jetzt ist dieses Projekt beendet. Das heißt, ihr braucht nicht fragen, wann kommen weitere Folgen von. Ich sage ja immer, ein Projekt ist immer dann erst beendet, wenn ich sage, es ist Schluss. Jetzt sage ich hier, Werkfeuerwehr Simulator 2014 hat mir sehr viel Spaß gemacht. Simulator-Freunde machen sicherlich keinen Fehler, wenn sie das Spiel kaufen. Und für mich ist Schluss, wenn ihr das Spiel kaufen wollt. Link ist in der Beschreibung. Wann neue Projekte kommen, welche neuen Projekte und welche anderen Projekte in meinem Kanal laufen, seht ihr im Sendeplan unter tv.garderobe.de. Bei diesem Mistwetter hier darf ich mich von euch verabschieden. Hoffe, ich habe euch gut unterhalten. Hoffe, wir sehen uns irgendwann bei den nächsten Simulatoren wieder und bis dahin gilt, danke fürs Zuschauen, lasst mir ein paar Daumen, Kommentare, Likes da, würde ich mich freuen, empfehlt meine Videos weiter, ihr seid die besten Fans der Welt, macht's gut und bis ganz bald in meinem Kanal. Tschüss!